Guten Morgen, es ist kurz nach 8, 8 Minuten nach 8 genau. Es regnet gerade nicht, obwohl es den ganzen Vormittag regnen sollte. Und ja, ich gehe schnell zur Wahl. Es ist Sonntag, es ist Wahltag in Mecklenburg-Vorpommern, Landtagswahlen. Und damit ich es hinter mir habe und naja, habe ich sowieso keinen Bock mehr und so, dann gehe ich jetzt gleich. Auch wenn es gerade nicht regnet. Kamera lasse ich hier, weil ich glaube, dann gucken sie sehr komisch, wenn ich dicke Kamera da mitnehme. Fahrschein, Ausweis. Schnell, aber noch nichts los. Ich habe gedacht, dass sie alle morgens hier losrennen und schnell dahin rennen, aber es ist noch sehr ruhig gewesen. So, meine Wahl hat erledigt, vorhin schon. Das ist jetzt inzwischen 14.52 Uhr. War mit dem Hund Gassi. Und es ist aus einem Grund schade, dass ich die Kamera nicht dabei habe. Auf der anderen Seite, zum Glück hatte ich die Kamera nicht dabei, weil ich habe mich ordentlich auf die Fresse gepackt. Meine Nachbarin hat einen Pflegehund gerade da. Und dann bin ich mit ihr Gassi gegangen in den Wald. Also sie mit dem Hund und ich mit Cookie. Naja, ihr versteht schon. Und wir gehen hier so auf dem Gehweg nebeneinander und plötzlich gerate ich so mit dem linken Fuß auf die Kante, verliere das Gleichgewicht und knall auf die Straße lang. Also ich habe noch versucht, mich so aufzufangen und knall dann auf der Straße lang. Zum Glück haben gerade kein Auto, es hätte bis ins Auge gehen können. Hätte ich die Kamera dabei gehabt, wäre sie wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich mit mir lang geschlagen. Also wäre die Kamera wahrscheinlich kaputt gewesen. Von daher ist es gut, dass ich sie nicht dabei habe. Schade ist auf der anderen Seite, dass niemand gefilmt hat. Es sah bestimmt sehr bescheuert aus. Ich bin froh, dass meine Nachbarin nicht gelacht hat. Aber es sah bescheuert genug aus, dass ich da nicht mehr landen kann. Um es mal so salopp zu sagen. Naja, wie auch immer. Ja, jetzt kommt der Jens hier irgendwie gleich. Es ist heute immer noch so schwül. Momentan regnet es gerade nicht, aber im Wald ging es erstaunlicherweise, aber mit den Mücken war nicht so doll wie gestern Abend am Strand. Ich habe mir hier tatsächlich das Bein ein bisschen aufgeschrammt. Es sah, glaube ich, sehr bescheuert aus. Also ich an der Stelle von meiner Nachbarin hätte gelacht, nachdem ich gesehen habe, dass nichts passiert ist, aber naja, schade, dass es keiner gefilmt hat. Gut, naja. Jetzt muss ich hier Wäsche machen. Jens kommt bald. Mal schauen. Wird also eher wieder ein kurzes Vlog heute. So richtig merken werde ich das wahrscheinlich sowieso erst morgen. Wenn die Knie ein bisschen wehtun. Also hier das rechte ist schon, naja, wird ein blauer Fleck. Aber das eigentlich Schlimme ist ja hier wieder. Ich habe Bettwäsche gewaschen und das ist ein großer Sack geworden. Die ganze Wäsche in dem Bettwäsche hier drin. Wie geht denn das? Das geht nicht mehr auseinander. Das ist alles trocken. Das Radio aus. Das war Nachrichten jetzt, ist also nicht so schlimm. Aber wenn ich die Stopptaste treffe, dann ist es auch aus, ja. Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr aufgenommen, ist mir gerade aufgefallen. Jens war hier, also müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. War wirklich hier. Wir haben viel Blödsinn erzählt, haben auch sehr produktiv gearbeitet. Also alles in Ordnung, als wie immer. Mein Knie ist schon leicht geschwollen. Ich glaube, morgen wird es richtig schlimm. Humpelt auch gerade schon. ist doof, weil eigentlich ist mein Knöchel ja immer noch im Argen so. Und ich dachte ja, dass es im Urlaub besser wird, weil er überbelastet ist oder so. Ist es nicht besser geworden. Geht aber, und ich wollte auch eigentlich diese Woche anfangen, oder jetzt kommende, also morgen, wieder mit anfangen mit dem Laufen. Naja, nach meinem Sturz heute und dem Knie, was jetzt dick ist und ich mich zum Humpeln zwingt so ein bisschen, wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Also brauche ich über das Laufen wieder nicht nachdenken, was scheiße ist, weil inzwischen ist echt dringend nötig, dass ich mal wieder irgendwie mich sportlich betätige. Naja. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Landtagswahlen, MacPom ist so schlimm geworden wie erwartet. Auf 21% ist die braune Nazi-Scheiße da gekommen. Die NPD ist raus,
was gut ist, aber auch nicht verwunderlich, weil die NPD wählt haben, weil sie in die Richtung eher denken und keine bessere Lösung sahen, haben die dann gewählt und jetzt haben sie natürlich die AfD. Ja, schön. Nee, nicht schön, also nicht schön natürlich, aber ja, so ist es nun mal. Nun muss man aber nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und den Weltuntergang herbeirufen. Jetzt ist es halt so, dass sehr wahrscheinlich die SPD und die CDU wieder eine Koalition bilden und dann zusammen weiterregieren, so wie die letzten Jahre. Die AfD ist dann größte Opposition und wird wahrscheinlich gegen viele gegensteuern, aber sie müssen sich auch erstmal beweisen, dass sie jetzt wirklich irgendwas machen würden oder beitragen können, und das wird wahrscheinlich nicht passieren, glaube ich. Ich glaube eher, dass es so kommen wird, dass sie sich über kurz oder lang dann so eher gegenseitig zerfleischen werden oder innerlich zerfleischen werden, so ein bisschen wie bei den Piraten war. Ja, muss man sehen, was dabei rauskommt. Sie werden sicherlich natürlich die Arbeit der anderen Parteien jetzt da ausbremsen. Aber naja, ich glaube trotzdem nicht, dass sie irgendwas sinnvoll beitragen oder jetzt wirklich zeigen, dass sie irgendwas besser machen oder wirklich eine Alternative sind. Ich vertraue da einfach mal drauf jetzt. Ich brauche nicht groß rumheulen, ich brauche nicht groß rumtönen, ich verlasse dieses Land jetzt, also dieses Bundesland jetzt. Was ich zwar vorhabe, aber aus anderen Gründen, aber in Brandenburg sieht es leider nicht viel besser aus. Da sind die Prognosen momentan auch so, dass die AfD auf 20% kommen würde. Naja, genug Politik, soll eigentlich in diesem Kanal auch gar keine Rolle spielen. Trotzdem interessiert mich natürlich und trotzdem ist es dann natürlich auch mal Thema hier. Ist ja auch kein Kindergartenverein hier oder Halligalli Spaßkanal, so wie das andere machen. Ist nun mal nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in diesem Internet und in dieser Welt. Man muss auch mal solche Themen zum Thema machen. Gut. Das war's. Tschüss. So, geht wieder zurück auf die Insel. Urlaub ist vorbei. Ich bin so gerne, ne? Zurück auf die Insel, der Urlaub ist vorbei. Und morgen zeige ich euch dann, wie dick mein Knie geworden ist. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das morgen aussieht. Ich rechne ganz stark damit, dass es sehr dick sein wird. Also angeschwollen sein wird. Dick ist es ja eh schon. Und dass es in lustigen Farben daherkommt.